Es ist für uns von der Fondation Brüderlich Stehlen, lieber Erwin, eine sehr große Freude, dich in Luxemburg begrüßen zu dürfen. Don Erwin Kreutler ist Bischof von Xingu in Brasilien, im Amazonasgebiet, und auch Präsident des Indio-Missionsrates. Und vielleicht als erste Frage, kannst du uns ein bisschen den Indio-Missionsrat beschreiben? Simi, Conselho Indigenista Missionario. Ich übersetze gern der Indigene Rat der Bischofskonferenz, weil es ist an und für sich der verlängerte Arm, der indigene Arm der großen brasilianischen Bischofskonferenz, und hat zum Ziel sich gesetzt, die Arbeit zusammen mit den indigenen Völkern zu koordinieren. Jeder Bischof, der in seinem Kirchengebiet irgendein indigenes Volk hat, ist automatisch Mitglied dieses Rates. Es gibt praktisch zwei Zielsetzungen des indigenen Rates. Das erste Ziel ist, vor Ort zu sein, also mit den Indigenen zu leben. Das sind Priester, Ordensleute, aber vor allem Laien, Ehepaare, Laien, die sich damit auseinandergesetzt haben und sich auch vorbereitet haben. Es gibt einen spezifischen Kurs dazu, Vorbereitung dieser Leute, die ins Indianerdorf dann gehen und dort leben. Also wir möchten vor Ort sein. Wir möchten nicht vom Hören sagen oder von irgendwelchen anderen Seiten Informationen haben über das Leben der indigenen Völker in Brasilien, sondern wir wollen dort sein, mit ihnen sein. Nicht nur für sie da sein, sondern mit ihnen leben. Das zweite Ziel des Indigenen Rates, der Bischofskonferenz, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen innerhalb von Brasilien und über die Grenzen Brasiliens hinweg die Leute aufmerksam machen, dass die indigenen Völker leben und weiterleben wollen. Dass die indigenen Völker Recht auf Leben haben, Recht auf ihr angestammtes Gebiet, Recht auf ihre Kultur, Recht auf ihre Religion, auf ihre Sprache. Das ist unsere Aufgabe, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen. Es geht also um die Bewusstseinsbildung innerhalb von Brasilien in erster Linie. Aber diese Völker, das sind Schwestern und Brüder aller Völker auf dieser Welt. Und so gehen die indigenen Völker eigentlich die ganze Welt an. Wir können nicht so tun, so denken, wie Brasilien ist ein Land, in dem man Portugiesisch spricht. Nein, Brasilien beherbergt sozusagen fast 200 verschiedene Völker, die zusammen das große Brasilien bilden. Und diese Völker sind ein Reichtum für Brasilien. Oft hat man sie als Hemmschuh für den Fortschritt angesehen. Der Präsident sogar hat das einmal gesagt. Ein Hemmschuh für den Fortschritt. Nein, sie sind ein Reichtum. Die Art und Weise, wie sie zur Natur, zur Mitwelt stehen, die Art und Weise, wie sie auch noch als Gemeinschaft leben, das ist doch ein Reichtum. Das ist für uns sogar eine Gewissenserforschung, wie wir heute leben. Also ich denke, der indigene Rat der Bischofskonferenz hat diese Aufgabe, noch einmal zu sagen, für und mit den indigenen Völkern zu leben, aber auch diese Bewusstseinsbildung, die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Don Erwin, von Luxemburg aus unterstützen wir als Fondation Brüderlich Stehlen und auch die Caritas in der Zusammenarbeit für friedensfördernde Projekte, sowohl die Publikation der Zeitschrift Porantin als auch eine Regionalstelle im Goiás Tocantins. Was sind die großen Herausforderungen heute, denen sich der Indio-Missionsrat stellen muss? Ich möchte zunächst einmal Danke sagen für all die Mithilfe, die wir von Luxemburg erhalten. Und ich muss einfach bekennen, dass es uns gar nicht möglich wäre, diese Arbeit zu leisten, die wir leisten wollen, wenn wir nicht die Rückendeckung der Heimat, der europäischen Heimat hätten. Wir sind abhängig davon, aber im positiven Sinn. Es geht für mich nicht darum, dass irgendwelche Almosen abgegeben werden in Europa für Arbeit, die wir drüben leisten, sondern das ist für mich immer der Ausdruck geschwisterlichen Teilens, partnerschaftlichen Teilens, miteinander diesen Weg gehen. Und dieses Regional, also Simi ist aufgeteilt in verschiedene Regionale, vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen in ganz Brasilien.
Und dieses Regional Goiás Tocantins ist ein ganz besonderes Regional in dem Sinn, dass verschiedene Völker dort leben und überleben, möchte fast sagen, von den Jahrhunderte alten Massakern, die damals geschehen sind. Wir möchten dort ganz besonders den indigenen Völkern beweisen, dass wir mit ihnen den Weg gehen. Und es sind Laien dort, mehrheitlich Laien tätig, Frauen tätig, die sich ganz, ganz, ganz einsetzen für diese Völker und den Weg mit diesen Völkern seit Jahren gehen. Und ich möchte wirklich sagen, dass das ein ganz besonderes Ziel von SIMI ist, gerade in Goiás Tocantins gegenwärtig zu sein und diesen Völkern, mit diesen Völkern den Weg zu gehen. Borandin, das ist die einzige Zeitschrift, die monatlich rauskommt in Brasilien, die für die indigene Sache, also für diese Problematik einfach da ist. Es geht nicht nur darum, dass wir Nachrichten weitergeben oder ganz besondere Vorgänge beweisen oder darüber befinden. Nein, es geht auch um die Hintergrundinformationen. Und oft gibt es eine Beilage in diesem Borandin, die dann auch in die Schulen weitergegeben wird, wo wir tatsächlich die Geschichte der indigenen Völker erzählen, weil es gibt die offizielle Geschichte, die in den Schulen weitergegeben wird, und es gibt die wirkliche Geschichte. Die offizielle Geschichte ist immer mit viel Verniz umgeben, also man weiß nicht ganz genau, stimmt es oder stimmt es nicht. Während unsere Geschichte, wir wollen die Wahrheit sagen, was steckt dahinter? Warum sind die indigenen Völker heute in dieser Situation? Wie ist das so gekommen? Wer ist auf der Seite der indigenen Völker? Wer ist gegen die indigenen Völker? Wer hat diese Kampagne gegen die indigenen Völker losgetreten in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten wieder? Und da möchten wir ganz klar den Wein einschenken. Und wir können nicht abhängig sein von irgendwelchen Regierungsbehörden. Dann haben wir nicht mal die Möglichkeit, die ganze Wahrheit zu sagen, sondern wir sind sozusagen abhängig und müssen dann auch das sagen, was die Regierung sagen will. So sind wir total abhängig von der Hilfe, von der Mithilfe bestimmter Organisationen, wie beispielsweise Brüderlich Thelen oder die Caritas hier in Luxemburg. Wenn man weiß, dass 1988 die Indigenen auch mit Hilfe des Indomissionsrates und mit eigener Kraft ein eigenes Statut in der Verfassung bekommen haben, in den Artikeln 231 und 232, die Herausforderung heute innerhalb einer solchen eigentlich guten Verfassungslage, was passiert jetzt? Es war eigentlich ein jahrzehntelanger Kampf um die Indianerrechte in der Verfassung. Die alten Verfassungen in Brasilien haben davon gesprochen, dass die indigenen Völker harmonisch in die sogenannte nationale Gesellschaft eingegliedert werden. Man sprach nicht einmal von indigenen Völkern, man sprach von Silvicolas, das sind Waldbewohner. Also das ist diskriminierend gewesen in dieser Verfassung, weil Waldbewohner ist auch der Leopard, Waldbewohner ist auch der Nasenbär, und all diese Tiere im Urwald sind auch Waldbewohner. Und das ist vielleicht noch eine Erinnerung daran, dass man noch vor Jahrzehnten gesagt hat, Indianermord bringt keine Haft. Oder man hat ihn als Bicho do Mato, als Waldtier, als Tier im Regenwald bezeichnet, ohne Seele. Das heißt, es ist nicht voll Mensch. Und das haben wir seit Jahrzehnten, muss ich ehrlich sagen, haben wir das angeprangert und denunziert. Das ist gegen die Menschenrechte, das ist gegen die Menschenwürde. Und es ist uns tatsächlich gelungen, in der verfassungsgebenden Versammlung von 1987 die Abgeordneten zu überzeugen, dass die Verfassung in dieser Hinsicht ganz neue Wege einschlagen muss. Und für mich war die Verfassung 1988 eine kopernikanische Wende, weil die indigenen Völker sind heute nicht mehr bevormundet von der Regierung. Sie wurden ja früher als Kinder angesehen oder gleichgeschaltet als Kinder oder Leute mit bestimmten Problemen.
die einen Vormund brauchten. Und der Staat hat dann die Vormundschaft übernommen. Also ab 1988, ab der Verfassung von 1988, sind die indigenen Völker Vollbürger in Brasilien, haben Recht auf ihr angestammtes Gebiet, haben Recht auf ihre kulturellen Ausdrucksformen, haben Recht auf ihre religiösen Ausdrucksformen, haben Recht sogar auf ihre Sprache. Sogar das mussten wir erreichen, dass die indigenen Völker ihre Sprache auch in der Schule reden dürfen. Das war vorher nicht so. Und für mich ist das wirklich herrlich, dass wir das so hinbekommen haben. Es war viel Arbeit dahinter, es ist eine lange Geschichte. Die ganze Arbeit und der ganze Einsatz bei den Abgeordneten. Ich habe selber im Kongress gesprochen. Wir haben auch die Bischofskonferenz hinter uns, ganz und hinter uns gehabt. Luciano Mendes de Almeida war damals Präsident der Bischofskonferenz. Ganz, ganz auf unserer Seite. Auf der Seite der indigenen Völker heißt das. Aber es ist nun leider Gottes so, das Papier nimmt alles an und wir haben den Artikel 231, 232, aber seit einigen Jahren gibt es im selben Kongress, der damals die Verfassung verabschiedet hat, gibt es eine Strömung und eine Kampagne, anti-indigene Kampagne, die an diesen Artikeln der Verfassung, der Grundverfassung rütteln will. Es geht im Grunde genommen um Folgendes. Die Regierung, die Exekutive, ist verantwortlich und kompetent für die Abgrenzung, Identifizierung und Abgrenzung der indigenen Gebiete. Das kann nur geschehen, wenn anthropologische, ethnologische, kartografische und andere Studien durchgeführt werden, damit man beweisen kann, dieses Gebiet ist seit unvordenklichen Zeiten indigenes Gebiet. Jetzt wollen einige Abgeordnete, dass ein Indianergebiet vom Kongress abgesegnet werden muss. Das heißt, es geht nicht um Studien, die der Abgrenzung vorangehen, sondern es geht um eine Entscheidung, die der Kongress fällt. Man stimmt darüber ab, ob in diesem oder jenem Bundesstaat indigenes Gebiet da ist. Und das ist an und für sich ein kompletter Unsinn, weil man kann nicht abstimmen, wenn Studien vorliegen müssen. Man muss das beweisen, das ist keine Abstimmung. Aber wenn dieses durchgeht und diese Idee, dass der Kongress da zuständig ist, die kommt vom Agrobusiness und von bestimmten Gruppen, die sehr stark, lautstark im Kongress vertreten sind. Aber wenn das durchgeht, ist das ein wahnsinniger Rückschritt in der brasilianischen Verfassung. Und ich bin der Überzeugung, dass das Image Brasiliens in der Weltöffentlichkeit sehr darunter leiden wird, weil damit, von mir aus gesehen, die indigenen Völker am Rand des Abgrundes stehen. Es geht ja nicht nur darum, dass man keine Gebiete mehr abgrenzt, die hätten ja abgegrenzt werden sollen, schon bis 1993, 5 Jahre nach der Promulgation der Verfassung, sondern das Problem ist auch, dass die bereits abgegrenzten und homologierten, grundbücherlich eingetragenen Gebiete der indigenen Völker in anderen Bundesstaaten jetzt in Frage gestellt werden. Und damit meine ich, dass ein Dolchstoß ins Herz der indigenen Völker damit fabriziert wird. Und das können wir uns nicht leisten. Und wir kämpfen dagegen mit allem, was uns zur Verfügung steht, mit unserer Überzeugungskraft, von der Bischofskonferenz aus, aber auch auf unserer Seite, aber wir sind verbündet mit den indigenen Völkern, denen wir immer die nötige Schützenhilfe geben, damit sie auch beim Kongress vorstellig werden. Weil sie schreiben ja ihre Geschichte. Wir sind auf ihrer Seite, wir tun alles und jedes, dass sie tatsächlich dorthin kommen und auch ihre Meinung und ihre Überzeugung vertreten. Es ist für uns ein Moment jetzt in Brasilien, der wirklich eine Herausforderung ist. Wie können wir diese anti-indigene Kampagne, wie können wir die abbrechen? Wie können wir da dagegen uns zeigen und uns aufregen gegenüber all diesen Kongressmitgliedern, die indigenen Völker einfach ignorieren wollen? An der Seite der indigenen Völker in Brasilien, in einer Demokratie,
arbeiten. Das klingt sehr spannend, sehr vielschichtig. Es ist aber auch eine sehr gefährliche Arbeit. Ja, gefährlich wird es, weil man eigentlich gegen die Interessen von starken Schichten in der Gesellschaft ist. Weil ich provoziere ja niemand willentlich. Aber wenn ich mich auf die Seite der indigenen Völker stelle, dann bin ich automatisch gegen die Interessen und die Ambitionen von Großgrundbesitzern, von Holzfällern, von Bergwerksgesellschaften, von Goldsuchern und von all diesen Leuten, die das indigene Gebiet ausweiten wollen. Und die wollen das einfach. Das ist ihre Ambition. Ich möchte von einem Tag zum anderen reich werden und da legt sich jemand quer. Und wer sich querlegt, ist der Bischof, also muss er weg. Weil da geht's ja eigentlich nicht mehr um Argumente. Da geht es um, das ist alles irrational. Ich muss da ran. Und wenn sie wer querlegt, muss der weg, eliminiert werden. Das heißt ganz wortwörtlich, in einem Artikel, den jemand geschrieben hat, dieser Bischof, der sich da querlegt, der dagegen den Fortschritt ist, wie Sie meinen, der muss eliminiert werden. Und ich stehe seit 8 Jahren unter Polizeischutz. Das heißt, ich mache keinen Schritt mehr am Xingu, ohne von 2 Polizisten begleitet zu sein. Das ist nicht sehr einfach, aber interessant ist Folgendes, dass ich irgendwie gefangen bin und die Verbrecher sind eigentlich auf freiem Fuß. Man ist eingeengt. Ich habe am Anfang, war es für mich sehr schwierig. Ich hatte ein bisschen Angst bekommen, ob ich das überhaupt durchhalte, weil die äußere Freiheit ist einem ja doch ein besonderes Anliegen, allein dorthin zu gehen und zu kommen, wo man will, ohne dass man begleitet ist, das ist mein gutes Recht. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass man mir zwar die äußere Freiheit genommen hat, die innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Ich sage und genau dasselbe noch wie vorher und ich versuche mit der Hilfe und Gnade Gottes auch diesen Weg weiterzugehen und mich für diese indigenen Völker einzusetzen, weil es geht um Tod und Leben. Es geht um das Überleben, das physische und kulturelle Überleben dieser Völker. Und da kann ich als Bischof nicht sagen, das geht mir nichts an, das wäre Verrat am Evangelium.